Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ark, die Verdammnis. Jo, wir sind hier am rum, albern gewesen und ja, die Arbeit hat gerufen. Ich habe ein bisschen Zeug nochmal gesucht und ja, jetzt wollte ich einfach ein bisschen planschen gehen. Die zwei Idioten sind gerade nicht da. Ich gebe schon einfach mal ein bisschen ins Wasser hier. Das ist zu flach zum Schwimmen. Guck ich mal, ob die Idioten noch wieder da sind. Ein paar Bären könnte ich immer. Sie haben gesagt, sollten wir ein paar Bären mitbringen. So für Sammy. Dann greifen wir noch ein paar Bären ab. Und so ein Kostel habe ich noch mal gebaut. Oder beziehungsweise, ja, ist mir zugeflogen. Ja, aber wir fühlen uns, also mittlerweile fühle ich mich ganz wohl hier auf der Insel. Das einzige Problem ist halt, dass ja, Jasper noch pennt. Und man weiß, irgendwie fehlt was. Irgendwie, was man, wie man was macht und so, das fehlt. Man weiß zwar, dass es was gibt, aber wie man das machen. Das ist komplett irgendwie. Hallo? Ey, Jasper! Alter! Steh auf, ey! Mein Gott, Chaos. Ey! Was ist denn los mit dir? Alter, weißt du, wie lange du gepennt hast? Mein Gott! Kannst du ein bisschen leiser reden? Ey, du warst fast. So? Also, ich weiß nicht, die Tage gehen ja schnell rum, aber gefühlt bist du eine ganze Woche außer Gefecht gewesen. Was hast du gemacht? Chaos! Weiß ich nicht. Du warst weg. Ja, ich bin gestorben. Dann bin ich. Habe ich dich gesucht? Und dann war es auf einmal dunkel? Ja, bei mir auch. Aber pass auf. Und dann hatte ich Hunger und habe mir ein paar Beeren gesammelt. Und die habe ich gegessen und seitdem weiß ich nichts mehr. Ah, hast du jetzt auch Hunger? Ich habe mal ein paar Beeren dabei. Aber pass auf, die Schwarzen darfst du nicht fressen. Das ist so, da wirst du, pennst du davon. Und die haben hier unsere Gastgeber, die kennst du gar nicht, ey. Pass auf. Alles Gastgeber? Ja, du lachst dich kaputt. Also, wo ist das hier? Pass auf, das ist die Hütte, Gerd. Wie lange habe ich denn geschlafen? Seit wann haben wir ein Haus? Nee, das ist ja von den Zweien. Aber pass auf, der eine sieht aus wie so ein Gartenzwerg. Welche zwei denn? Ja, es sind zwei Typen, die hier wohnen. Die haben das gebaut, auch zwei Knackis. Wo sind wir denn jetzt? Naja, weiß ich nicht. Ich bin auch. Pass auf, jetzt das Geilste. Das weißt du ja gar nicht. Ich bin ja gestorben, ne? Ja, und ich habe dich gesucht. Ja, aber ich bin mit der Aua stand. Weißt du? Aber einmal plupp stand ich wieder. Ich stand wieder. Also die zwei Chaoten sagen auch, hier stirbst du nicht. Du kannst von der Klippe springen, du stirbst nicht. Also du stirbst schon. Was? Und du bist wieder da. Also das haben wir irgendwie. Hä? Ja, das ist so eine Art Strafe. Du kannst dich dann einfach aus der Affäre ziehen, dann, wenn du dich umbringst. Das wird nichts. Das heißt, ich kann einfach mal zum Spaß sterben hier oder was? Ja, ich kann dich jetzt so lange prügeln, bis du umfällst. Also bis du stirbst und dann kommst du wieder. Also theoretisch. Hä? Aber ich will dich jetzt nicht umbringen. Das ist zu viel für mich. Kannst du mir jetzt alles erzählen, wenn ich wach bin? Bist du jetzt wach? Nein, mein Kopf brummt noch. Komm mal ich mit, weiß nicht. Komm mal mit, ich zeig dir hier. Hier, das sind die Haustiere hier. Komm mal. Selbst die haben. Das tut weh. Pass auf, selbst die haben die Nummern auf dem Kopf. Siehst du das? Und den einen haben die Chaoten. Hier, guck mal, wie der heißt hier. Der eine heißt Bodo. Warte mal. Chaos. Was machst du denn? Was ist los? Weiß ich nicht. Mein Kopf. Guck mal. Ja, was du. Ja, guck mal, die Namen von den Vögeln hier. Ja, was ist damit? Ja, guck mal, wie der eine heißt. Ja, ich? Ja. Bin ich das? Nein, ich kam hier an und hab gesehen, dass die Vögel hier im Gatter waren, ne? Da hab ich gedacht. Und ich hab ja die haben ja auch die Namen drauf, ne? Da hab ich gedacht, Jasper? Und da kamen die zwei Kurden schon, haben mich bedroht. Sag ich, was habt ihr mit meinem Kumpel gemacht? Und dann haben sie mir ein bisschen unterhalten, haben gesagt, nee, der liegt drin, der pennt. Und die haben mir gesagt, du hast bestimmt die schwarzen Perlen gefressen. Also die Bären da. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, davon wird man müde und pennt ewig. Und wie gesagt, du hast fast eine Woche gepennt, Alter. Aha. Aber ich muss dir unbedingt die zwei Koten zeigen. Du lass dich kaputt. Der eine sieht aus wie ein Gartenzwerg, ne? Also, okay. Pass auf, das Fleisch, wenn das steht, wenn er sich ausstreckt, ist er so groß. Ja. So. Okay. Der ist so groß, wenn er steht, ne? Ausgestreckt. Was ist das? Was? Hallo. Das ist er! Ja, bleib hier! Ey, bleib hier! Bleib hier! Alter, bleib mal hier, das ist er! Was ist das denn? Das ist unser Gartenzwerg!
Oh nee, oh. Hast du, hast aber, du im Gartenzwerg gesagt? Der, aua, hör auf, Mann! Hier kommt der Dollste, ey. Komm, Chaos, können wir jetzt bitte. Oh, was ist das denn? Hier, das ist der Geilste hier. Ja, komm mal her, Bimbo, komm mal her. Ey, Sammy, komm her. Alles gut, Sammy, bleib mal hier. Komm mal her, komm her. Hier ist mein Kumpel. Na, geht's? So. War zu peelen. Dem haben wir jetzt mal ein paar Fresse gehauen. Was zum Teufel sind die beiden? Ja, der eine ist unser Gartenzwerg jetzt, hab ich geschlossen, und der andere ist Bam Bam. Sammy Deluxe. Der war ein bisschen lange in der Sonne hier. Jetzt ist Sammy, jetzt ist er weg. Den habe ich jetzt geogepauen. Also der hat einen Sprachfehler, vielleicht haben wir gedacht, der ist von der Klippe gefallen. Und da hat hier, Yogi hat gemeint, wenn ich den eine klatsche, paar Feste, dann wird er vielleicht wieder. Und Yogi ist der Gartenzwerg oder was? Ah ja. Yogi. Okay. Pass auf. Nimm mich hier nicht Gartenzwerg. Pass auf, Yogi, wo ist er denn? Du kriegst gleich, also hier, wenn Chaos nicht zwischen uns wäre, dann würde ich dir jetzt mal zeigen, hier, wer hier der Chef ist. Warte gerade, Moment, ich mach Platz. Hier, Chaos, zeig ihm mal, wie stark ich bin. Genau. Jetzt hör mal zu, pass auf. Ja. Ich habe dem eine geklatscht und da fing an, und da hat er gemeint, wenn die Gelegenheit passt, dann haust du ein paar in die Fresse, dass er wenigstens noch mal so wird wie vorher. Der ist vor der Klippe gefallen da oben. Ey, ich bin ja eben schon wieder mal gestorben. Ich muss jetzt noch mal los, ich muss mich suchen. Wo bist du denn deine... Was, du musst dich suchen? Wie suchen? Ich muss mich suchen. Und dann? Wenn du stirbst, kannst du dich suchen. Hä? Hä? Ja, pass auf. Was? Ja, aber das ist nur... Hä? Ich bin gleich wieder da. Das ist kurz. Nur... Der muss kacken. Auch. Und was trinken. Also beim Kacken brauchst du nicht zu drücken. Wenn du stillst, bleibt dein Kadaver übrig. Kannst du wiederfinden. Und dann? Da ist ein... Warte. Hier was? Da ist ein grünes Licht am Himmel zu sehen. Ja. Da findest du deinen Körper. Okay. Und dann? Und da kannst du dir alles wieder zurückholen, was du mit hattest. Und was machst du mit dem Rest? Das kannst du alles verkaufen. Verwerten oder was? Verwerten. Also kannst dein Kadaver essen. Ich wollte gerade sagen, ich esse mich dann selber auf oder was? Ja. Also den esse ich nicht. Ganz sicher nicht. Ich muss jetzt los. Oh, der muss doch auch schon wieder fast fertig sein oder was? Aber mit ihm nicht richtig. Warum schläft er denn hier? Ja, der ich hat die Schwarze. Ich habe den K.O. gehauen. Du hast ja gesagt, soll ein paar in die Fresse hauen. Ja, das war wahrscheinlich zu viel. Ja, oder der hat wieder Bären gefressen. Das kann natürlich auch sein. Nee, du hast gesagt, soll ein paar in die Fresse hauen. Da habe ich ihm ein paar reingehauen. Warte mal. Sammy? Chaos, wo hast du eigentlich die Klamotten her? Und wieso bin ich noch nackt? Sammy? Damit Sammy besser klarkam, habe ich gedacht. Was? Ja, der mag das so, wenn du so rumrennst. Aber im Prinzip kann ich doch... Nee, könnte ich ihm eine machen hier, Yogi? Könnte ich ihm eine machen, ein Höschen? Mach ihm mal... Das ist dein Kumpel. Oh je. Oh. Tut mir leid. Mir fehlt im Moment ein bisschen Material. Ich brauche ein paar... Ich muss ein paar Fasern suchen in der Kids. Sammy, alles klar? Fasern? Ja, Fasern. Da kann ich die machen. Ach du Scheiße. Ey, Sammy, da ist er wieder. Alles klar? Sorry, ich wollte nicht zu fest zuschlagen, aber dein Kumpel hat gemeint, ich soll den Puff in die Fresse hauen. Geht's wieder? Yes. Was? Ja, Sammy, wenn ich Fresse hauen, was? Ja, wenn Sammy hat gesagt, Yogi, Sammy hat gesagt, Quatsch. Hallo? Sammy, Yogi hat gesagt, ich soll dir ein paar in die Fresse hauen. Und dann wäre dein Sprachfehler wieder weg. Ja, du weißt doch, wenn ich dir eine in die Fresse hau, breche ich mir die Arme. Da tut mir die Nudel weh, oder? Du kommst ja nicht da hoch. Aber jetzt verstehe ich den auch mal. Nee, nichts mehr mit Bum Bum und Tralala. Warte, wollen wir die Hose ausziehen? Alter, was ist da los? Kannst du ihm geben? Er braucht eine Hose. Ey, geh doch mal waschen. Der hat ja Beißspuren drauf. Oh Gott. Wollt ihr mal gucken? Können wir bitte weiter? Das ist mir, also... Oder der hat ja... Da wachsen Pilze drauf, oder? Du hast ja so eine Riesenhilfe, du schleppst die beiden Typen hier an, oder was? Nein, ich hab die getroffen, du bist denen in die Bude gelaufen. Oder die haben dich auf, die haben dich gefunden. Alter, wollt ihr mal den angucken? Soll ich mal die Hose runter? Können wir jetzt bitte weitergehen? Nee, lass mal. Nee, du brauchst keine Angst haben, wenn ich ihn in der Hand halte, dann tut er nichts. Der hat Beißspuren drauf. Wer? Warum hat der Beißspuren drauf?
Wer hat Beispuren? Mein kleiner Sammy. Oh nee. Ehrlich, auch von mir nicht. Ah, nee. Der schaut aus wie der. Guck mal, der andere hat nur noch eine Unterhose an. Wer weiß, was der gemacht hat. Mit oh, wo ja. war der überall drin? Guck mal, der ist schon ins Haus gegangen. Extra für dich. Komm mal, gehen mal rein, dann erklären wir ihm mal die Sache ganz genau. Der flippt ja aus. Ja, hier. Meine Hose wieder anziehen. Ich muss mich erstmal suchen. Oh. Ja, geh dich mal suchen und mir erklären. Herr Sammy und ich, wir erklären ihm die Sachlage hier, ne? Ja. Ja, ja. Tschüss. Okay, ich brauche ein paar Fasern, Sammy. Warte mal, ich muss ihm noch ein paar. Hier, ich habe Fasern. Hier hast du welche? Ich habe noch welche, ja. Hier. Warte, ich komme. Da kannst du hier ein Höschen bauen. Aber nur eine Hose vorerst. Ich pack sie dir raus, bitteschön. Pass auf, ja, da. Pass auf, wir dürfen. Jasper, pass auf, wir dürfen uns gegenseitig die Sachen geben und sie eigentlich nicht. Das dürfen die nicht. Das steht unter Strafe. Warum, weiß ich nicht. Aber wir haben eben mal so probiert und da kamen direkt so ein paar Dinger vom Himmel. Also das ist nicht gut. Also, weißt du, wir dürfen, nicht. Aber also sie dürfen auch gegenseitig, haben sie schon probiert. Ja, wir dürfen euch nichts geben, so, ja. Wir dürfen nur helfen. Irgendwie ist das so eingetrichtert in den Kopf. Ich weiß nicht warum, aber das war schon so. Also wir haben eben probiert, ohne Scheiß. Die haben mir einfach ein paar Steine hingeschmissen, ne? Ja. So. Und dann kamen drei so Dinger vom Himmel. Weißt du, wo wir schon mal gesagt haben, was ist denn das? Weißt du, wie ich meine? Hier ist so eine Hose. Schnell gemacht. Na, will nicht? Kannst du anziehen. Weißt du? Ja, kann ich wenigstens mal hier so. Ja, boah, puh. Und das ist brandgefährlich. Und das haben die gesehen. Ah, schon besser. Weißt du, er hat die einfach so am Vorbeigehen hingeschmissen. Paar Steine, einfache Steine. Und da kamen direkt so drei Säulen vom Himmel. Also, das ist brandgefährlich hier. Wenn die dich treffen, die. Wie die Strom. Du weißt, kannst du erinnern, wie wir die Stromblitze gesehen haben. Ja. Dass so ein Ding kam, aber ruckzuck waren die da. Also das ist saugefährlich. Brauchst du was zu essen? Hast du Hunger? Nee, ich muss mich noch ein bisschen erholen. Also die sind ganz gut zu essen, weißt du? Da, nimm mal was. Da, hab ich gekocht. Die sind ganz in Ordnung hier. Er ist auch ein bisschen widerlich, also wenn er mit Tieren ankommt. Also wenn er mit Tieren ankommt, er ist ein bisschen widerlich. Hast du deinen Dürdel vielleicht auch auf den Grill gelegt? Sind das vielleicht keine Beispiele? Nee, sondern das ist perfektes Dodo-Fleisch. Okay. Von mir gezüchtet. Ah. Okay. Willst gar nicht wissen. Ah, doch, das schmeckt gut hier. Die Insel ist so groß und du musst die zwei Dummdödel hier treffen, oder was? Ja, ey, die haben mal mehr Erfahrung wie wir. Wir gehen kaputt hier. Ja, was heißt da Dummdödel, Leute? Ich schick die gleich wieder schlafen. Cool, ne? Die sind schon in Ordnung. Wenn du Beispiele auf deinem Dödel hast. Die sind schon in Ordnung, Jasper, alles gut. Bis jetzt. Also. Aber ich bin schon. Also, was ich nicht ganz verstehe, die Tage, ich weiß nicht, ob mir hier Tage sagt, das geht so schnell. Weißt du? Ja, okay. Auf jeden Fall, es war schon ein paar Mal Tag, ein paar Mal Nacht. Und die sind ganz okay. Also, das funktioniert. Die haben schon ein bisschen was beigebracht, mit welche Tiere aufpassen muss und wie und was. Weißt du? Okay. Ja, mein Dodo. Oh. Mein Dodo. Dein Dodo? Ja, mein Dodo. Darf ich dein Dodo mal streicheln? Ja, da. Oh, hallo. Hallo, du kleiner, na, du süßer. Kuschelbusche. Cool. Warum schmeißt du den so weit weg? Geh mal her, das Ding. Das ist doch schön. Wo rennt denn der Gartenzwerg hin? Das weiß kein Mensch. Crazy. Yogi? Ja, ich bin schon wieder gestorben. Was machst du denn? Ich sterb hier. Wo bist du denn? Ich lauf zur Küste. Er läuft zur Küste? Weißt du, wo das ist, Sammy? Komm. Hä? Gerade. Ja, komm. Komm mit, Yogi. Aber der ist doch gerade andersrum lang gelaufen. Wo? Das ist ja das, pass auf. Wenn du stirbst. Da ist er lang gelaufen. Wenn du stirbst, Jasper, du tauchst immer wieder in der Bude auf. Also. Okay. In der Bude von denen? Ja, jetzt. Aber vorher, beim ersten Mal bin ich einfach hier in der Prärie aufgestanden. Aber stand? Sagt man das so? Irgendwo hier ist der langgelaufen. Warte mal, ich muss mal was trinken. Jogi! Ah, an der Küste, gerade durch! Aua. Oh, ich sterbe. Oh, ich bin tot. Scheiße.
Fuck, ich bin schon wieder gestorben, ey. Das ist ja aber ungewöhnlich, ey. Hallo, ist jemand da? Männers? Hallo? Hallo? Jasper? Was? Ey, das ist echt ein Witz, ey. Was ist denn los? Ey, das ist komisch, du stirbst? Ja. Bist weg und auf einmal bist du wieder da. Und da stehst du in der Bude hier. Ist cool, hä? Cool, das ist... Bin ich Jesus? Hab ich Latschen an? Nach 20 Mal ist dir das auch egal. Das heißt, die wollen nicht, dass wir sterben, oder was? Ja, das ist ja die Strafe. Guck mal, pass auf. Jetzt hast du die Schnauze voll hier, ne? Ja. So denke ich mir das jetzt aus. Du hast die Schnauze voll und denkst, wisst ihr was, ihr Arschlöcher? Ich springe jetzt von der Klippe und das war's dann. Und hier? Arschgefickt. Zurückkommst du. Verstehst du? Was denn das für Ausdrücke, die du da drauf hast? Ja, das ist doch so, oder? Nee, lange Nase oder sowas. Was? Aber nicht hier Arsch. Lange Nase? Sondern da machst du eine lange Nase oder sowas. Hier, guck mal, was ich gebaut habe. Guck mal, zack. Was denn? Ja, super. Das ist toll. Schön, dass ich wenigstens eine Hose bekommen habe von dir. Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger wach wie du. Ihr macht mich fertig, wa? Ja, das ist... Was machst du da unten? Geh weg von mir. Der ist mir unheimlich, dieser Kollege da. Guck mal, was der für Ärmel hat, ey, hä? Ja, der hat Oberarme wie ich, Unterschenkel. Ja, die Unterarme sind so groß wie meine Oberschenkel, ey, guck mal. Ja, die Oberarme sind so groß wie meine Unterschenkel. Der hat schon ein paar Tage hier rumgeboxt, ne? Bin nicht umsonst hier. Was, hast du deinen Zwockel immer getragen auf der Schulter, ne? Wen? Den Yogi? Yogi, ja. Wir müssen ja. Und wenn er blöd war, dann... Kretsch und weg war er. Wie, du hast ihn Kretsch oder was? Nee. Ich war. Ja, wurscht. Aha. Schön. Wo ist denn dein. Wo ist denn das? Yogi? Ja. Was ist Yogi? Der ist auch so klein, die verliert man ja, oder? Wie so eine kleine Branche, hä? Yogi? Brauchst du ein paar Steine? Ich bin im Haus. Alter, brauchst du ein paar Steine? Was brauchst du? Steine? Nee, hier, Jasper. Jasper? Komm, ich heb so ein paar Steine, warte. Ja, ich brauch Steine. Ja, ich hab schon ein paar, warte. Gib mir doch mal. Keine. Was hab ich denn gemacht jetzt hier? Willst du auch mal hier probieren? Ich will auch mal sowas machen hier. Ich hab keine Steine. Ich hab gedacht, ich hätte Steine, ich hab keine Steine. Guck dir mal dieses Bild hier an. Was? Nicht toll. Was für ein Bild? Mach doch mal die Fackel aus. Was denn? Was denn für ein Bild? Hier, kann der Gartenzweck mal weggehen hier? Guck mal vor dir. Das? Traum. Das Panorama da, oder was? Ja, guck doch mal, sieht das nicht geil Alter, aus? Alter, jetzt mach hier keiner fromantisch, Alter. Warum nicht? Guck mal, was hier unten liegt. Da wird mir ganz warm ums Herz. Wo waren jetzt meine Steine? Ah, hier, guck mal, hier liegen Steine. Guck mal, einen ganzen Haufen. Ja, danke schön. Ne, ich war's nicht. Doch, ich war das. Oh, was hast du denn am Kopf? Naja, mein ersten Dino, was ich gekillt habe. Da haben wir Trophäe aufgehoben. Hast du das da gesehen? Da hat sich so ein Dino. Hast du auch Stroh und Holzchaos? Moment, ich besorge welches. Zieh mal nochmal die Maske an. Zieh mal die Maske. Hast du gesehen? Ne? Was hast du denn da für einen Fisch? Geil! Der Vogel ist so geil. Der Typ ist so geil. Ich besorge dir Stroh und Holz, kein Problem. Wie früher, muss ich mir alles machen für dich, ehrlich. Dann mach doch mal. Ja, ich bin schon dabei. Ich muss da für dich auch hier bluten. Sag mal, Yogi? Jo? Wenn die zwei Typen jetzt da, oder was? Ach, ich weiß nicht. Wollen wir die behalten? Ja, warum nicht? Ist doch cool hier, oder? Aber, warte mal. Wir müssen mal ein bisschen quatschen gehen. Wir sind gleich wieder da. So, hier hast du Holz. Sammy, komm mal Fasern. Kurz. Fasern. Was brauchst du noch? Das war's. Soll ich noch ein paar schwarze Beeren geben? Hier hast du die auch noch. Kannst nee. Du... Sag mal, Sammy, hast du gute Erfahrung gemacht mit. Sammy, wenn wir die beiden uns warm halten, ne? Weißt du, was ist? Komm schneller weg hier. Ja. Der Chaos macht mir nicht Sorgen, aber der andere, der schaut noch ein bisschen. Der hat wohl eine Gehirnwindung mehr noch. Ja. Der andere ist ein bisschen dumm im Kopf.
Ja, was meinst du? Wollen wir die hier lassen? Ja, aber du weißt, am Anfang, wo wir abgekackt sind, da auf der Insel, auf der Hälfte, oder was sie dann drüben, oder da kommen schon andere Tiere auf dich, gell? Ja, ja. Da hätten wir zu viert schon mehr Chancen. Ja, das ist wohl wahr. Du weißt ja noch, wo wir da hinten hier, wo das so warm war. Wo wir ja, da ja. Waren. Okay. Diese riesen Viecher, die da rumgelaufen sind. Ja, ich würde sagen. Wir müssen es wagen, glaube ich. Ja. Aber du weißt, Vertrauen? Nee, wenn. Ja, wenn der kleine, wenn der andere da komisch wird, dann wacht er eines Tages ohne Genick mehr auf. Ja, genau. Pfeil zwischen den Augen oder so. Du habt jetzt zwei hier Kuschler oder was? Ja. Aber ich hab hier für euch extra ein paar seltene Blumen gepflückt hier als Willkommensgeschenk. Wo seid ihr denn, ihr Tulpen? Ja? Ja, ich hier, komm, ich hab dir mal ein paar Blumen gepflückt. Warte mal. Wo sind denn hin? Da, warte mal, die bringen dir gleich was, das kannst du essen. Hier, da, zack, als Willkommensgruß. Wo ist denn das Ding? Siehst du es? Toll. Wie toll. Na gut. Ja. Hä? Hey, pass mal auf, wir haben uns mal was überlegt. Was denn? Hast du denn eine Hose angezogen oder was? Ja. Schön. Mit Sammys Kacke ein bisschen braun geschmiert. So, ehrlich? Wir haben uns was überlegt. Was haltet ihr davon, wenn wir uns vier zusammentun oder wollt ihr abhauen? Puh, keine Ahnung. Hat er gerade gemeint, dass wir uns zusammentun? Ja, ich weiß, dass du dich gern zusammentust mit Sammy, aber ich weiß nicht. Was? Ja. Eva, halt die Klappe. So, was ist denn du? Also ihr wollt mit uns jetzt durch die Lande ziehen oder wie mit euch oder was? Ja. Ja, zu viert halten wir halt ein bisschen mehr Chancen, ne? Ich würde sagen, wir lassen den ganzen Scheiß hier hinter uns und brechen hier mal ab. Ihr habt ja keine Ahnung, was da drüben weiter los ist. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst nicht, was da auf euch noch zukommt. Und ihr wisst ja da, wo wir sind, ist Pillepan. Und ihr wisst ja alles schon. Wir sind da drüben aufgewacht. Und dann mal 5 Tage mehr, seit dass wir hier sind. Ja, stimmt. Und den Weg bis hierher sind wir schon 50 Mal gestorben. Echt? Wir sind hier so oft gestorben schon, weil wir... Ja, du hast das Leben noch gar nicht mehr gefunden, oder wie, hä? Hey, ich falle immer auf die Beine, deswegen stecken die so tief im Körper. Bei ihm kam irgendwann nur mehr die Hälfte zurück. Ja, aber ich meine, oben im Schädel auch ein bisschen, ne? Irgendwas passiert immer. Immer wenn du wieder zurückkommst, irgendwas passiert. Nee, bei mir habe ich noch nichts festgestellt, dass irgendwas passiert ist. Ja, guck dich mal an, das ist kein Wunder. Aber gut, meine lieben Freunde, ob wir mit den Jungs uns zusammentun oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Da Nummer dazu, die findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer. Und wenn ihr euch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr ruhig mal Fragen unter die Videos stellen. Ne? Und bis dann, würde ich sagen, haut rein. Tschüss. Tschüss. Bye.